Wir sind beide so ein bisschen dickköpfig und können dem anderen nicht eingestehen, dass es vielleicht eine schlechte Idee ist. Also haben wir bis heute einfach unseren Dickkopf durchgezogen, damit man bloß nicht nachgibt. Und deswegen stehen wir jetzt zum Glück hier, wo wir sind. Es war aber auch keine schlechte Idee. Wir sind Merle und Felix und das ist unser 100 Jahre altes Hausboot, die Poverty. Also eigentlich ist es eine ganz normale Küche, ne? Wie überall anders auch, aber wir haben natürlich ein paar Sachen, die ein bisschen anders laufen, und zwar zum Beispiel unser Wasserhahn. Wir haben auch einfach heißes und kaltes Wasser, aber unser kaltes Wasser wird nochmal vorgefiltert, weil das ja aus dem Tank kommt und wenn man es dann trinken will, dann sollte das schon ordentlich gefiltert sein. Ansonsten haben wir hier ein altes DDR-Waschbecken. Wir haben ja so ein paar alte Liebhaberstücke quasi irgendwo aufgesammelt. Und das war was uns relativ wichtig war, dass wir quasi, wenn wir schon nicht so einen großen Wohnraum haben, dann an bestimmten Stellen trotzdem großzügig mit dem Raum umgehen. Deswegen haben wir uns für ein so großes Waschbecken entschieden, weil man dann eben auch mal 3 Teller drin stehen lassen kann, ohne dass man jetzt direkt abspülen muss, und es sieht aber nicht mega dreckig aus. Genau, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Dann haben wir so einen kleinen dreiflammigen Herd, der eigentlich alles kann, was ein normaler Herd auch kann. Das ist tatsächlich nochmal ein spezieller Herd, der hat hier so diese Kappen oben drauf festgeschraubt. Das ist wichtig für Boote, sonst kriegt man die nicht zugelassen. Ein kleiner Kühlschrank, also der ist nicht so groß, aber ja, reicht für uns auf jeden Fall aus. Genau, ansonsten haben wir noch unser Geschirr da oben bzw. hier unten drin. Dann haben wir noch eine kleine Vorratskammer hier unten für Gemüse. Und ja, in den anderen halt, was man so in Küchen drin hat. Ne? Also angefangen hat das wieder der Legende nach mit einem Schlauchboot, das Merle und ich zusammen immer mal wieder in die Spree geworfen haben. Und das Schlauchboot wurde uns dann irgendwann zu klein. Genau. Und daraufhin haben wir eigentlich war es eine Schnapsidee, ne? Wir hatten Bier und Schlauchboot und sind rausgefahren und dachten, es wäre cool, ein Hausboot zu haben. Und dann ist so ein bisschen eins zum anderen gekommen. Also wir haben uns dann so ein bisschen auf die Suche gemacht nach Möglichkeiten, wie man so ein Hausboot baut und so weiter und so fort. Dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass man am besten sich zuerst einen Liegeplatz besorgt, was in Berlin relativ schwierig ist. Und dann haben wir aber mehr oder weniger aus Zufall tatsächlich einen Liegeplatz gefunden. Und dann war halt die Ansage, okay, jetzt haben wir einen Liegeplatz, jetzt brauchen wir auch ein Boot, weil ein Liegeplatz ohne Boot macht wenig Sinn. Ja. Das ist unser Schlafbereich in erster Linie. Wenn mal Gäste zu Besuch kommen, schläft da jemand. Wenn Merle sich mal schlecht verhält, dann schläft sie da drauf oder ich. Meistens schläft der da drauf, der denkt, er ist moralisch im Recht. Dann sitzen wir aber auch gerne hier und essen zusammen, weil man hier so schön rausgucken kann. Hier hast du wirklich 360 Grad Rundumsicht. Man kann den Tisch auch runterklappen. Und ja, Merle sitzt hier auch häufig und hat hier Homeoffice. Und genau. Darunter ist dann Stauraum für unsere Klamotten. Genau, hier ist der Fahrerinnenstand mit den wichtigsten Instrumenten. Also wir haben hier einmal die Temperatur vom Motor. Die darf im Leben niemals die 80 überschreiten. Dann haben wir hier die Drehzahlanzeige. Wir fahren immer so entspannt mit maximum 1600 Umdrehungen. Und hier ist die Öldruckanzeige und hier ist die Ladeanzeige. Weil wir so einen schönen Dieselmotor haben, den man noch vorglühen muss, hat man hier noch den sogenannten Salzstreuer. Erkennt man gleich, Salzstreuer. Und hier ist die
Batterielämpchen. Frag mich nicht, wie das jetzt genau heißt. Und wenn alles schief läuft, dann haben wir hier den Stopp. Den zieht man an der Motor auch schon aus. Wobei das tatsächlich nicht unser erstes Boot ist. Das ist unser zweites Boot, weil das erste Boot haben wir am Bodensee gekauft. Und das sollte dann vom Bodensee über Land nach Berlin transportiert werden. Und dann ist es vom Kran gefallen und in der Mitte durchgebrochen. Also wir saßen zu Hause, haben uns drauf gefreut und heute soll es kommen. Dann gab es nur einen Anruf. Boot kaputt, total schade. Eigentlich war es dein Leben lang in den Niederlanden. Wir haben es aus Nur Schlausch haben wir das geholt. Und vor drei Jahren hier rüber gefahren. Ja, 3 Jahre ging schnell vorum. Und wir sind damals über Mittellandkanal hergefahren, vorher durch die Niederlande, hatten beide keine Ahnung und wurden dann einfach mal so in das Boot gesetzt. Das war echt, war schön. Irgendwann wurde es dann langweilig. Also man kann sich vorstellen, wenn man da auf den Mittellandkanal geht, fährt man immer geradeaus und hat halt 8 km/h. Da schaffst du mal vielleicht noch so einen Jogger, aber auch nur einen langsamen. Und dann fährst du halt 12 Stunden den Tag und ja. Hier, das ist so ungefähr, als wir es gekauft haben. Da haben wir schon ein bisschen aufgeräumt. Dann waren wir, glaube ich, ja gerade auf dem Weg aus den Niederlanden zurück nach Berlin. Ah ja, das ist so, wie wir es gekauft haben. Also hier ist jetzt unsere Küche, ne? Die war damals deutlich länger. Hier ist eben noch kein Badezimmer. Darunter war noch so eine kleine Sitzecke. Genau, dann haben wir renoviert, so sah es zwischendurch mal aus. Also wir hatten zum Beispiel auch gar keine Fenster drin, die Fenster haben wir alle selber gebaut. Wir dachten damals, man könnte bestimmt bei eBay einfach ein paar kleine alte Fenster oder so kaufen. Kann man nicht. Wenn man ein Boot ohne Fenster kauft, dann muss man alle Fenster selber bauen oder sehr teuer bezahlen. Das Einzige, was wir nicht selber gemacht haben, das ist Udo. Udo hat unser Loch zugeschweißt. Und dann zwischendurch sah es auch mal so aus. Also da hatten wir dann gerade alles ausgerissen. Da war es fast leer, dann haben wir sehr viel entrostet hier alles, ne? Also wir haben für das Boot unter der Voraussetzung, dass der Rumpf in Ordnung ist, 11.000 Euro bezahlt. Man muss dazu sagen, wir sind sehr schlechte Verhandler. Wir sind sehr schlechte Verhandler, wir fanden das Boot total toll und wollten es unbedingt haben und das hat man uns auch angesehen. Genau, der Rumpf war leider nicht in Ordnung, also wir hatten dann tatsächlich relativ schnell ein Loch. Das war dann nochmal ein bisschen doof, weil wir es direkt wieder rausholen mussten. Und für den Ausbau hatten wir uns nochmal 10.000 Euro vorgenommen. Ich würde sagen, wir sind mittlerweile mindestens bei 25 oder sowas um den Dreh. Ich kann es jetzt aber auch nicht, also wir haben irgendwann aufgehört mitzuzählen. Ja. Kein Buch geführt. Also es ist teurer, als man denkt und es ist auch oft, glaube ich, teurer, Dinge selbst zu machen, als man denkt, weil man sie halt nicht nur einmal macht, sondern mehrmals, so oft, bis sie halt funktionieren. Ja. Genau, dann haben wir einen kleinen Ofen, den wir leider bei uns im Liegeplatz gar nicht benutzen dürfen, aber wenn wir unterwegs sind, natürlich nutzen. Der hat 5 kW ungefähr, was eigentlich für unseren Raum schon fast ein bisschen zu viel ist, aber ja, man kriegt es auf jeden Fall schön muckelig warm. Darüber haben wir hier noch so ein... ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Das ist auf jeden Fall, hat es mehr Oberfläche als ein normales Rohr und dadurch kann es die Hitze quasi nochmal besser ausbeuten und es kommt halt mehr von der Energie, die man verbrennt, auch im Raum an. Ist jetzt die Frage, ob man das unbedingt braucht, wenn man sowieso schon ein bisschen zu warm hat, aber wir dachten uns damals, für die wirklich kalten Winternächte ist das vielleicht ganz gut und haben das deswegen besorgt. Genau, ob man das jetzt mittlerweile noch unbedingt braucht, weiß ich nicht. Das ist quasi unser Wohnzimmer. Wir wollten eigentlich mal so eine offene Sitzbank eher haben, haben uns aber dann tatsächlich in diesem Fall dafür entschieden, das zu schließen, einfach weil wir den extra Stauraum brauchen und weil man ziemlich schnell merkt, wenn man aus so kleinem Raum wohnt,
dass man einfach sich das Leben deutlich einfacher macht, wenn man geschlossenen Strauraum hat, weil es wird einfach chaotisch sonst super schnell und es ist einfach besser, wenn man die Sachen mal irgendwo hinter eine geschlossene Tür verstecken kann. Und deswegen haben wir jetzt oben quasi so unsere Bücher, natürlich noch so ein bisschen so, dass man die sehen kann, aber den Rest lieber unten geschlossen und dadurch ist es einfach viel, viel einfacher, in so einem kleinen Raum Ordnung zu halten. Also ich glaube, bei jedem Teil, den wir hier im Boot gemacht haben und darauf aufbauen, denkt man sich, warum habe ich das so gemacht? Und wo ist das zweite Boot, damit ich es nochmal richtig machen kann? Also wir haben ja beide wirklich keine Ahnung gehabt. Also vielleicht ein bisschen mal eine Säge in der Hand gehabt und auch mal was geplant. Aber es ist ja alles Neuland, von der Elektrik bis zum Gas, bis zum Holz, bis alles, all das wussten wir ja nicht, was wir uns da einlassen. Von daher legt man dann einfach mal los. Und ich glaube, also mir persönlich wäre, glaube ich, der Schlafbereich, da hätte ich irgendwie mehr Platz irgendwie zur Verfügung gerne. Das lässt sich aber letztendlich nicht anders machen, weil sonst müsste man das Boot irgendwie anders gestalten. Und ja, die Heizung ist, glaube ich, gerade so im Winter für mich ein Problem. Das hätte ich lieber auch eine andere Lösung gehabt letztendlich. Hm. Bei dir? Ja, ich glaube, man muss nochmal dazu sagen, also die Heizung ist jetzt nicht unbedingt die Temperatur das Problem, ne, sondern dass es eine Luftheizung ist. Das heißt, die pustet einen halt immer so ein bisschen an. Und das macht halt einfach extrem trockene Luft und gleichzeitig braucht man diese trockene Luft und das ist die nächste große Erkenntnis, glaube ich, auf dem Boot. Das Problem ist nicht die Temperatur, sondern das Problem ist die Feuchtigkeit. Man wird nämlich die Feuchtigkeit einfach nicht los und dann versucht man halt irgendwie so eine Balance hinzukriegen zwischen trockener Luft, die noch annehmbar ist für das Dasein und für das Boot und trotzdem kondensiert es halt hinter den Wänden, also untenrum, haben wir nicht direkt auf dem Stahl isoliert, weil wir dadurch, dass das Boot so alt sind, nicht direkt auf die Substanz kleben wollten, falls wir mal ein Loch haben oder so. Das heißt, da kondensiert halt das Wasser die ganze Zeit runter und im Frühling müssen wir dann einmal aufmachen und alles wieder trocken wischen und wieder den Rostschutz drauf machen und dann kann man wieder zumachen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was einem niemand gesagt hat oder wo alle fragen einen immer, ja, und ist es nicht total kalt im Winter? Nö, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist echt die Feuchtigkeit. Und ja, das war mir vorher nicht so bewusst. Waschnuck liegt in unserem Bett, also unserem Schlafzimmer. Das ist eine Koje, die wurde tatsächlich auch erst kurz bevor wir das Boot gekauft haben, wurde die noch zusätzlich dazu gebaut. Vorher gab es halt quasi, war quasi hier Ende und man hatte nur diesen Bereich. Und das hat aber der Vorbesitzer dann nochmal dazu gebaut und wir haben dann da beschlossen, unser Bett reinzubauen, weil es ansonsten eigentlich nicht viel gibt, was man mit dem Raum machen kann, weil er eben so niedrig ist. Wir haben allerdings darunter noch sehr viel Stauraum, da ist auch das Bugstrahlruder drunter und noch Batterien und halt Winterklamotten und so Kram, an den man jetzt nicht ständig ran muss, sondern eben nur manchmal. Also die Katzen gab es schon vor dem Boot. Ich glaube, das ist die richtigste Antwort auf diese Frage. Und dann ist es aber auch so, dass das durchaus jetzt nicht unbedingt für alle Katzen so unangenehm ist. Also wir haben eine Katze, die ist eher scheu. Bei der hat es auch ziemlich lange gedauert, die daran zu gewöhnen. Die nehmen wir jetzt auch nicht auf große Fahrten mit oder wenn dolle Wellen kommen, weil das ist ja zu viel. Und die andere Katze, die findet das eigentlich ziemlich cool. Die sitzt dann gerne oben und guckt halt raus, während wir fahren. Und wenn wir dann nicht mehr fahren und irgendwo vor Anker liegen, dann geht die raus und erkundet mit uns die Gegend, wenn da nicht zu viel los ist. Und wir haben ja auch noch ein kleines Beiboot. Da springt sie dann rein, dann fahren wir mit dem Beiboot rüber an Land, dann springt sie da raus. Und sie hat aber auch dieses Beiboot als ihr sicheres Territorium. Das heißt, wenn irgendwas kommt, was sie erschreckt, dann springt sie sofort ins Beiboot und denkt, sie ist da sicher. Und bis jetzt ging es auch. Oder sie springt rein und zeigt einem, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte nach Hause fahren. Tschüss. Ja, und häufig liegen wir ja auch, wie gesagt, vor Anker im Hafen und da ist das für eine Katze, glaube ich, besser als in jeder Wohnung. Also man hat einen riesig großen Garten vorne und können sich frei bewegen, gibt viel zu erleben, kann rumliegen, gibt es noch andere Boote, also kann man immer auf ein anderes Boot draufsteigen, gerade vor Schnuck, liebt es andere Boote irgendwie zu erkunden.
Also von Tag 1 haben wir gemerkt, das ist einfach, das macht den Freude und ist halt schöner, als in so einer Wohnung eingesperrt zu sein. Und Frau Schnupp läuft ja dann auch gerne draußen rum und die hat dann tatsächlich eine Rettungsweste, die muss sie in der Schleuse auch tragen, damit sie nicht abhanden geht. Hier der einzige Raum, den man auch wirklich durch eine Tür abtrennen kann, im stillen Örtchen. Und Duschbereich. Da haben wir eine Trockentrenntoilette. Die kann man, ich spring mal rein, damit man mal einen Vergleich hat. 2 Meter Stehhöhe mindestens garantieren. Wir haben hier kleine Absaugung, wo man duscht. Trockentrenntoilette, hallo. Und hier kann man dann per Hand einmal abpumpen zum Tank. Da haben wir hier noch ein schönes Duschtelefon. Guten Tag. Dieses Duschtelefon, der Sage nach, kommt das aus dem Adlon. Aber vielleicht ist es auch nur gelogen. Wenn wir unterwegs sind, dann haben wir hier 2 Solarmodule. Die haben jeweils 180 Watt Peak. Reicht so im Sommer, in den schönen Monaten reicht das. Wenn nicht gerade die Sonne hier schön über dem Mast steht und die Hälfte der Leistung uns klauen, reicht das vollkommen aus. Ja. Wir haben auch nicht wirklich viel Verbraucher. Wir haben einen Kühlschrank, der irgendwie 45 Watt hat und dafür ist das mehr als genug. Das ist ein kein normaler Mast, sondern das ist ein Lademast. Das heißt, der ist eigentlich nur zum Be- und Entladen des Schiffes da und gar nicht, um jetzt irgendwie ein Segel dran zu machen. Der hat momentan gar keine Funktion. Wir lassen ihn aber trotzdem dran, weil es zu traurig wäre, einen 100 Jahre alten Mast jetzt einfach zu kappen. Außerdem hat er eine Funktion. Ist wunderschön zu Weihnachten. Leuchtet der nämlich. Das ist eine Soon-to-be-Dachterrasse, also das ist unser nächstes Projekt eigentlich, was wir jetzt so in Angriff nehmen wollen. Und zwar wollen wir hier in der Mitte quasi nochmal so eine Sitzfläche haben, ne, mit Holz schön, so Holzpaneele. Und dann einmal außen drum soll so ein Ring kommen mit Blumenbeet. So ein bisschen so, wie man das hier schon sieht, es ist Frühling, deswegen müssen die noch ein bisschen wachsen, bis die schön grün aussehen. Aber an und für sich genau, es wäre das dann der Sitzbereich. Und dann würden wir hier hinten nochmal das Dach erweitern, sodass wir da unten auch ein bisschen Schatten haben. Das ist nämlich auf dem Boot manchmal ziemlich anstrengend, wenn man irgendwo draußen Schatten hat und immer in der Sonne steht. Und vor allen Dingen tun wir da nochmal Solarpaneele dann drauf, sodass wir deutlich mehr Energie haben. Weil im Moment haben wir nur diese 2 kleinen, was relativ wenig ist und ja, noch ein bisschen erweitert werden könnte. Ich glaube, man ärgert sich manchmal, gerade wenn es jetzt in Urlaub geht und man hat also jetzt gerade mal so 2-3 Wochen Zeit. Dann kommt man halt nicht weiter. Also wir haben irgendwie mal auf die Karte geguckt, dachten uns, ja, Polen oder so, schafft man halt auch nicht. Man muss ja immer wieder zurückkommen und jetzt erkunden wir Brandenburg, Sachsen-Anhalt haben wir auch schon mal gestreift, haben aber festgestellt, dass uns das mega viel Freude macht. Also wir haben beide keine Ahnung, wie es in Brandenburg aussieht und es ist schön da. Gerade wenn man vom Wasser kommt, hat man immer das Gefühl, man ist ein Pirat und erkundet das Land dann ganz anders. Ja, und wenn man dann auch wirklich Stunden braucht und dann ist man vielleicht 2 S-Bahn-Stationen außerhalb von Berlin, dann fühlt sich das auch ganz anders an. Weil das ist dann diese Reise, die macht es so weit, viel weiter. Wobei man tatsächlich ein bisschen aufpassen muss, weil Flüsse natürlich auch eine Geschwindigkeit haben, ne? Das heißt, wenn ein Fluss eine Fließgeschwindigkeit hat, die 8 km/h übersteigt, dann können wir den nicht langfahren, weil wir sonst quasi einfach trotzdem, auch wenn wir fahren, rückwärts getrieben werden würden. Das heißt zum Beispiel, der Rhein ist für uns nur in eine Richtung befahrbar. Wenn wir den irgendwann mal runterfahren, dann kommen wir ihn nie wieder hoch. Das Herz des Bootes, der Motorraum. Das hier ist unser Motor, das ist ein OM636, der hat 38 PS, was genauso viel ist wie ein VW Käfer. Und der war früher mal in einem Gabelstapler verbaut, das haben wir lesen können auf irgendeiner, die haben immer so Seriennummern, ne? Und da
konnten wir das ablesen und nachgucken, dass der tatsächlich früher in einem Gabelstapler gefahren ist und jetzt in unserem Boot. Und in den 60ern gebaut wurde, also auch schon ganz schön alt ist tatsächlich. Felix und ich, wir haben den Bootsführerschein genauso lange. Wir haben den gleichzeitig gemacht. Wenn Felix fährt, dann kriegt er halt nichts gesagt. Wenn ich fahre, kriege ich entweder gesagt, oh, das machst du aber toll. Oder Felix kriegt gesagt, du lässt deine Frau fahren. Also solche Sachen passieren halt immer wieder. Und das ist einfach schade und nervig. Und das ist, glaube ich, was für uns ein großes Anliegen wäre, diese Klischees langsam ein bisschen aufzulösen auch. Ja. Ich hätte das niemals so wahrgenommen. Also ich bilde mir nicht ein. Also ich weiß, dass gewisse Dinge kann ich, manche nicht. Und ich weiß, was Merle kann und kann deutlich mehr, gerade was handwerklich angeht und Planung. Und trotzdem merke ich halt immer wieder, wie nur mit mir geredet wird. Man geht im Baumarkt und ich stehe halt im Endeffekt nur dabei, um die Sachen zu tragen. Und Merle hat die ganzen Zahlen im Kopf und auch wenn sie redet, guckt man mich dann nur die ganze Zeit an und stresst. Dann würde ich schon sagen, dass das einfach ja auch ein Lebensstil ist, der sehr viel Spaß macht, wenn man jung ist, ne? Weil man den dann auch nochmal ganz anders leben kann und weil es auch einfach total bereichernd ist und total lehrreich, so ein Boot selber auszubauen. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt und zwar jetzt nicht nur unbedingt über Handwerk, sondern auch über mich selbst, über meine Beziehung. Da ist wirklich also ein unglaubliches Wachstumspotenzial für einen selber drin. Also wir haben immer so ein bisschen Angst, wenn Leute uns besuchen kommen, weil wir die ganzen Fehler in diesem Boot sehen und immer sehen, oh Gott, da ist es schief und das ist nicht richtig geworden und so weiter und so fort. Und letztendlich ist das natürlich völlig egal und es sieht auch keiner außer uns wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist auch so das, was man sich vor Augen halten sollte, wenn man so ein Projekt angeht. Erstens, kein anderer außer man selbst sieht die Fehler und zweitens sind die Fehler auch einfach nicht so wichtig, weil das am Ende des Tages nicht das ausmacht, was an diesem Leben die Substanz ist.